und herzlich willkommen zurück zu Let's Play World of Warcraft Classic. Ja, ich habe es endlich geschafft, dass die Kamera funktioniert. Beziehungsweise, dass das hier alles so funktioniert, wie es jetzt gerade ist. Hi. Für die Leute, die mich nicht von Twitch kennen. Oder nicht meine VODs geguckt haben. Oder. Also meine VODs, die ich hier hochgeladen habe. Und bearbeitet hatte. Also, hi. Aidaria hier. Und ja, huch. Das hier ist unsere gute Aidariel. Ja, ich war sehr kreativ bei der Namensgebung. Auf jeden Fall. Ist das unsere Magierin? Und die ersten drei Parts sind auch schon hochgeladen. Heute kommt tatsächlich der erste, also wenn ihr das hier seht, ist der erste schon lange hochgeladen. Und auch schon lange öffentlich. Der erste kam jetzt, glaube ich, am 7.2. Ja, folgedessen. Willkommen zu Part 4. Wir sind hier in Goldheim. Wir hatten, glaube ich, das letzte Mal mit allen geredet hier. Ja. Und wir... Und wir wollten uns, glaube ich, auf dem Weg zur tiefen Schachtmine machen. Wenn ich mich recht entsinne. Ich glaube, da war was. So. Beim letzten Mal haben wir einfach nur das Nordheim-Teil beendet. Und da uns noch um die letzten Angelegenheiten bezüglich der Defias gekümmert, die sich dort rum... getrieben haben. Und nun werden wir weitermachen. Da krabbelt eine Spinne. Das ist sehr nett. Da krabbelt noch eine Spinne. Oh Gott. Da kribbelt es mich direkt. Wo ich brauche ich? Glaube ich. Dieser Zauber ist noch nicht bereit. Und ich habe schon wieder vergessen, meine Zauber da zu wirken. Werde ich gleich direkt einmal tun. Mit dem das hier. Immer noch auf. Den anderen kann ich gerade nicht. Muss ich das leider einmal so machen. Nein! Oh Gott, bin ich doof. Na egal, dann machen wir das hier einmal. So. Dann trinken wir jetzt kurz ein bisschen was und warten dann, dass ich das hier ein bisschen auffüllen kann. Eigentlich kann ich es auch erstmal beenden und warten, bis ich das nächste Mal... Dann kommen wir hauen uns hier nochmal eins rein, dann haben wir 8. 7, Entschuldigung. 8, genau. Und hier ist auch direkt die Tiefenschachtmine. Haben sie auch direkt entdeckt. So, ich glaube, die Kettenstiefel können wir leider nicht tragen. Ja, genau richtig gesehen. Ich drücke einfach die ganze Zeit konsequent 3. Ich nehme die 3. Kann ich noch nicht wirken. Ja. Dann. Bergbauschaufel eines Kobolds. Okay. Habe ich tatsächlich noch nie gesehen, dass sie sowas fallen lassen. Okay. Das sollten wir einmal dazu sehen, dass wir da irgendwie Kraft gewinnen. Danke. Leinenstoff. Und da hat jemand auch einen Auftrag für uns. 2 Aufträge. Mensch.
Hof der Stonefields. Okay. Was kann ich für euch tun? Prinzessin muss sterben. Die Brockwalls haben ein Schwein, eine Sau namens Prinzessin, die schon viele Preise gewonnen hat. Dass dieses Tier so riesig geworden ist, das kommt nur daher, dass es immer hier herumgeschlichen kommt und mein Gemüse frisst. Und deswegen muss Prinzessin sterben. Bevor sie wieder unsere Felder heimsucht, bringt mir ihr Halsband zum Beweis, dass ihr die Sau abgestochen habt. Dann gebe ich euch etwas, das euch für euren Aufwand entschädigt. Ihr findet Prinzessin normalerweise bei Brockwalls Kürbisbeet. Noch hinter dem Hof der McLures und von dort aus im Osten gesehen. Ich hoffe, ihr erwischt die Sau, bevor sie wieder hungrig wird und hierher kommt. Schönen Tag auch. Okay. Wie geht's? Tantchen Bernice Stonefield. Ich habe meine Halskette verloren und ich glaube, dieser tut nicht gut. Billy McClure hat. Oder Billy McClure? Ich glaube, Billy McClure, glaube ich. Er hat sie genommen. Normalerweise treibt er sich immer wie eine kleine Ratte in den Weinbergen der McClures östlich von hier herum. Beugt mir meine Halskette zurück, wenn ihr das Herz einer alten Witwe erfreuen wollt. Man sieht sich. Okay, hier ist weit nichts. Oh, aber schickes Häuschen. Das hier ist wahrscheinlich Oma. Ja, Oma Stonefield. Stimmt. Was ich einmal einblenden muss, ist Namen. Weil das hatte ich ausgeblendet bezüglich der Screenshots, die ich jetzt auch immer mal wieder machen werde. Auch während der Aufnahmen. Weil das sind Sachen, die muss ich leider tun. Damit ihr dann auch wunderschöne kleine Bädchen habt. Wenn ihr euch die Videos anschaut. Spart mir übrigens auch Arbeit. Ich muss leider jetzt relativ viel mit Screenshots arbeiten. Weil sonst, ja. Die Probleme bezüglich des Nachkommens von Thumbnails, besser gesagt. Weil so finde ich es immer recht blöd. Oh, Scheiße. Dass der auch ausgerechnet direkt hierher kommen muss, ne? Ich glaube, der hat mich gerochen. Dieser Zauber ist noch nicht bereit. Er hat gerochen, dass ich da stand. Er hat einfach nur so... immer öfter da wirklich geschnuppert. Geschnuppert! So. Well. Weiter geht's. Hier muss ich leider immer so ein bisschen mit Taktik arbeiten. Ich muss näher ran. Es ist halt echt ein bisschen ungewohnt, ein MMO zu haben, wo du wirklich so ein bisschen taktischer reingehen musst und nicht einfach nur sagen kannst, ey, da sind Gegner, ja, ich prügel mal auf sie ein. Weil kommen zu viele, ist man tot. Und, ja. Tod bedeutet lange Laufwege. Ich habe das Gefühl, es gibt für jedes Gebiet immer nur ein bis zwei Orte, von denen man wieder zurückkommen kann. Wenn ihr versteht, was ich meine. Aber es macht mir sehr, sehr viel Spaß, das Classic LP gerade. Zumindest noch. Ich glaube, das wird sich irgendwann auch zwischenzeitlich ändern. Spätestens wenn ich Gebiete finde, die ich nicht mag. Ich weiß nicht, ob das vorkommen wird. Aber das hatte ich eigentlich bisher in jedem MMO, dass es irgendwann mal so ein Gebiet gab, wo ich nicht gern gequestet habe. Aber ich finde es interessant und ich bin auch gespannt, wann so das erste Mal hier
so, ja, Story ist es ja eigentlich trotzdem irgendwie. Aber so das erste Mal richtig, richtig Story-Input kommt, was auch die folgenden Add-ons dann betrifft. Wenn ihr versteht, was ich meine. Also Story, die einen dann auch lore-technisch wirklich voranbringt. Vor allem die Frage, die ich mir halt stelle. Falls es eine Frage ist, die nur mit Spoilern beantwortet werden kann, dann beantwortet sie mir bitte nicht. Denn dann möchte ich es später sehr gern selbst herausfinden. Wenn es allerdings etwas ist, was so an sich jetzt kein großartiger Spoiler wäre, dürfte mir das natürlich gern schreiben. Gibt es hier eigentlich so einen großen oder den großen bösen Bub, der das Ganze hier quasi ins Rollen bringt? Weiß ich, gibt es da irgendeinen? Also, wer das alles ins Rollen gebracht hat, also, ja, das ist schon klar. Also, was heißt schon klar, aber nur so ein bisschen was weiß ich zumindest. Aber was ich halt meine, ist, ob es halt jemanden gibt, der hier halt als großer Bösewicht dargestellt wird, dem man von Addon zu Addon quasi begegnet. Ich meine, ich sag mal so, bei FF14 waren das ja hier diese Ashians quasi, die dann einen etwas größeren Plan noch verfolgt haben. Bei ESO ist es von Addon zu Addon, glaube ich, unterschiedlich. Da war es ja einmal hier dieser, nicht Manticore, nicht, ach, hier, ja, hier, ich weiß nicht, die ESO kennen, die wissen es vielleicht. Bei Lotro, ja, vielleicht der Hexenkönig, glaube ich. Hier ist einfach mal. Ich habe kein Ziel. Oh, Scheiße. Zwei wird schwierig. Hoffe ich. Okay. Klappt so nicht, wie ich mir das vorstelle. Ich muss dafür weiter rein. Komm schon. Ich brauche ein Ziel. Ah, gut. Weil man muss, glaube ich, da noch ein Stückchen rein, um dann die Mine komplett zu erkunden. Ich kann nicht mehr tragen. Oh Gott, warte. Jetzt. Das ist zumindest abgeschlossen. Wow, und das diesmal ohne Tod. Ich werde besser. Ohne Scheiß, Leute, ich werde echt besser. Als ich das hier das erste Mal allein gespielt habe, Alter, bin ich oft gestorben. Ich bin hier echt verdammt oft gestorben. Who
nicht nehmen Kerze. Okay. Ich nicht nehmen Kerze. Wir haben kein Ziel. Nein. Das ist zu weit entfernt. Kann ich doch nicht wirken. Dieser Zauber ist noch nicht bereit. Ich kann nicht mehr tragen. Wir brauchen immer noch eine Kerze und 4-mal Goldstaub. Okay, 3-mal Goldstaub. Inventar ist voll. Achso, das war Billy McClure. Prinzessin muss sterben, können wir noch nicht machen. Also könnten wir schon, aber ich weiß, was da quasi passiert. Das habe ich, glaube ich, erst auf Level 9 oder 10 gemacht. Okay, und eines noch. Gott, wenn ich bedenke, dass der erste Part gleich schon, also der erste Part heute gleich schon wieder um ist. Eieieiei. Wobei ich sagen muss, dass das halt schon echt seltsam ist, WoW gerade so zu spielen. Weil ich war jetzt nie so der übertriebene WoW-Spieler. Geschweige denn, kenne ich mich halt überhaupt mit der Lore richtig aus. Ich besitze 2 Bücher von WoW. Und ich glaube, das ist einmal Krieg der Ahnen. War das Krieg der Ahnen? Ich weiß nicht. Und dann, glaube ich, da von der zweiten Band. Band 1 und Band 2 mit dieser Trilogie. Oh Gott. Das ist so das Einzige, was ich besitze. Ja, ich habe ja auch so ein bisschen Lore angeguckt, ja. Ich verstehe aber so gut wie gar nichts. Und ich hoffe, dass man das so ein bisschen durch die Story jetzt aber irgendwie auch noch herausfindet. Es wäre zumindest wünschenswert. Denn ich würde echt gerne mehr erfahren. Mich fesselt die Story halt. Das ist auch der einzige Grund, weswegen ich WoW spiele. Jetzt. Weil die Story mich halt wirklich packt. Und ich mir so denke, ja, ne? Ich will es halt einfach selbst erleben und nicht durch andere. Und mir ist klar, was ich mir damit aufbürde. Vor allem, huch, okay. Wenn ich so spielen möchte, wie es meine Zeit eigentlich spielt. Ich bin so ein Mensch, ich muss alles chronologisch spielen. Ich kann zum Beispiel bei Final Fantasy nicht Teil 10 spielen, vor Teil 9.
Klar, bevor ich mit der Reihe angefangen habe, ja, da war das möglich. Aber jetzt, seitdem ich weiß, ah, es gibt mehrere Teile und oh, das ist ja toll, ne? Seitdem möchte ich dann halt auch alles so chronologisch wie möglich. Gott, hat die Oberarme. Warte, wir können eigentlich auch direkt nach da hinten gehen, ne? Was hindert uns daran, da direkt hinzugehen? Eigentlich gar nichts. Weinberg der McClures. McClures, wie auch immer. Oh, okay, da hinten. Gerard Tiller. Benötigte Gegenstände. Okay. Hier kommt ein Apfel. Ach, ich gebe ihm das ein und er kriegt das. Ah, okay, das ist hier so ein Tauschhändler. Okay. Ihr habt was verloren? Also, ich habe keine Kette genommen, denn ich bin kein Dieb. Ich weiß vielleicht, wer es war, aber ich habe einfach zu wenig Hunger, um darauf zu kommen. Wenn ich eine Pastete kriegen würde, dann könnte ich euch vielleicht sagen, wer die Kette hat. Ach, und wisst ihr was? Diese alte Dame Bernice auf dem anderen Hof da macht ganz tolle Schweinebauchpasteten. Wenn ihr ein paar Brocken Eberfleisch von dem Ebern bringt, die immer um unsere Höfe herumstromern, und ihr sagt, dass es für einen guten Zweck ist, dann backt sie euch vielleicht eine Pastete. Ah ja. Ist hier noch jemand? Nee. Oder da hinten. Wobei wir sollten ja hier auch Eber töten, ne? Inventar ist voll. Ey, aber wenigstens hat das Eberfleisch reingepasst. Was eigentlich denn der nassische Blauschimmelkäse? Ich bin ja kein Fan von Blauschimmelkäse, ne? Ich kann nicht mehr tragen. Okay. Komm her, du kleine Steinhauer-Eber. Oh, ich habe bisher nur einen Brocken Eberfleisch. Inventar ist voll. Ja, schön. Danke, weiß ich. Ich habe ja auch nur einen Rucksack. Aber nun gut. Irgendwann haben wir auch da mehr. Wie gesagt, wir müssen halt auch wirklich sehr, sehr sparsam mit unserem Geld sein. Dieser Zauber ist noch nicht bereit. Der Mana ist zu niedrig. Sehr schön. Da vorne hat auch noch jemand eine Quest für uns. Weinhändler.
Ich liefere nur feinste Waren. Sehr gut. Bei dir kann ich was verkaufen. Lehrerrüstung, Lehrlingsrobe. Kupfererz. Mögen eure Reisen sicher sein. Paps McClure. Meryl. Guten Tag. Ein Fluch lastet auf mir. Mein Herz gehört Tommy Joe Stonefield, aber unsere Familien sind aufs Ärgste miteinander verfeindet. Daher kann ich mich nicht mit ihm treffen, obwohl ich mich doch so sehr danach sehne, sein geliebtes Gesicht zu sehen. Bitte nehmt diesen Brief und gebt ihm Tommy Joe. Normalerweise hält er sich am Fluss im Westen des Hofes des Stonefields auf. Das ist auch von hier aus genau westlich. Mögen die Reisen sicher sein. Okay, da wir da sowieso einmal rüber müssen. Kein Ding. Ein paar Minütchen haben wir noch. Wenn wir da einmal kurz hingehen. Hallöchen. Ich halte es nicht für richtig, den frechen Jungen, der meine Kette überhaupt erst gestohlen hat, dafür auch noch zu füttern. Aber wenn es sein muss, damit ich meine Eigentum wiederbekomme, dann soll es eben so sein. Habt ihr das Eberfleisch? Mhm. Das Fleisch von wilden Ebern ist zwar zäh, aber wenn man es lange genug köcheln lässt, dann wird eine ganz vorzügliche Pastete daraus. Okay, ich glaube, es hagelt. Hier, bitteschön. Und wenn ihr Billy die Pastete gebt, dann sagt ihm, ich hoffe, er erstickt daran. Schönen Tag. Okay, das werden wir ihm nicht sagen. Aber gut, ich werde hier tatsächlich einmal den Part beenden. Und wir sehen uns dann gleich im nächsten. Ich werde auf jeden Fall noch einen Part machen. Ob ich dann noch einen zweiten machen, weiß ich nicht, weil ich um 18 Uhr streame. Deswegen mal gucken. Ich hoffe aber, euch hat der vierte Part gefallen. Es passiert nicht besonders viel. Wie gesagt, wir legen Fokus auf Story, nicht auf Hardcore hier durchtrimmen und Best-of-Spieler 2022 werden. Will ich nicht. Ich will halt wirklich die Story genießen, das alles hier genießen und... Ich hoffe, es hat euch soweit gefallen und wir sehen uns auf jeden Fall im nächsten Mal.